Guten Tag, hier ist der Baumann, der Lehrer aus Berlin. Mir ist noch eine kleine Sache aufgefallen, und zwar bei den Fliegenschisstoten. Sie wollen wissen, was Fliegenschisstote sind? Na gut, also es gibt Tote, die sind am Fliegenschiss gestorben, an verunreinigten Fliegenschiss, der vielleicht irgendwie giftig war und der dann im Körper gewirkt hat und woran sie dann gestorben sind. Das sind also die, die am Fliegenschiss gestorben sind. Wenn sie sich den Fliegenschiss injizieren und da war Dreck drin, kriegen sie Blutvergiftung und dann sind sie am Fliegenschiss verstorben. Ne? Okay, also wenn sie mit Fliegenschiss sterben, dann heißt das, dass womöglich eine Fliege auf ihre Leiche gekackt hat und dann sind sie mit Fliegenschiss verstorben. So. Also beide sind Fliegenschisstote, okay? Zählen wir jetzt mal. Ne? So, jetzt kommt es aber natürlich deutlich häufiger vor, dass eine Fliege auf einen kackt, als dass man irgendwie sich den Fliegenschiss injiziert und man dann an Blutvergiftung stirbt. Somit sollte man eigentlich diese beiden Sachen auseinanderhalten, finden Sie, ne? Ja, das ist aber nicht ganz so selbstverständlich scheinbar, weil die WHO hat ja bei Corona zum Beispiel diese Zählweise angeführt, mit oder an Corona gestorben. Und die werden dann miteinander vermischt und in diese Totenstatistik reingepackt. Das CDC, das amerikanische Center of Disease Control, hat das jetzt endlich mal auseinandergefummelt und dann gesagt, okay, wie viele von diesen 200.000 Toten sind dann überhaupt an Corona gestorben und was überblieb, waren irgendwie 6.000. Aber diese Zahl wird leider in den deutschen Medien nicht kommuniziert. Es wird stattdessen lieber diese 200.000er-Zahl oder vielleicht sind es inzwischen auch 300.000, die mit oder an Corona gestorben sind in den USA, kommuniziert. Und das ist genauso klasse, als wenn ich die mit oder an Fliegenschiss Gestorbenen zusammenzähle. Das würden sie auch nicht machen, ne? Also für die Zukunft ein kleiner Tipp. Wir werden hier in Deutschland auch fordern, die Corona-Toten zu sortieren in diese zwei Kategorien, nämlich einmal mit Corona gestorben. Das heißt, ein Virus hat sich eingenistet auf einem Krebskranken, Herzkranken, weiß der Teufel was für einen Kranken. Und den hat man dann gefunden und gesagt, okay, der ist mit Corona gestorben. Nicht besonders interessant, nicht wahr? Okay. Und derjenige, der an diesem Virus gestorben ist, das müsste man natürlich nachweisen in der Pathologie. Wenn der sonst nichts hat, kann man meinetwegen dann sagen, okay, sehr wahrscheinlich, ne? Aber gut, kann dann trotzdem noch andere Ursachen haben. Wie die das nun genau nachweisen, dürfen Sie dann auch nochmal nachfragen. Das sind alles interessante Fragen für Virologen, für Epidemiologen, für Pathologen, wie die alle heißen, die diese entsprechenden Untersuchungen machen. Ne? Aber dass wir in Zukunft weitermachen mit diesem Spielchen mit oder an Corona verstorben, das ist völlig unmöglich. Das werden wir nicht tun. Ganz bestimmt nicht. Nein, auch wenn Frau Merkel das will, das werden wir nicht tun. Mit oder an Fliegenschiss gestorben ist genauso klasse wie mit oder an Corona gestorben. Ich will nur noch wissen, wer an Corona gestorben ist und nicht mehr mit. Bitte halten Sie das sauber auseinander, ja? Damit ich nicht mein Herzflimmern wieder zurückkriege. Ich bin jetzt froh, dass es weg ist. Oh, morgen noch einmal durchs CT und dann geht die Behandlung woanders weiter. Also, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Mit oder an sind zwei verschiedene Dinge. Das sollte eigentlich klar sein, ne?